meisten spielen, wenn es leise ist. Wenn irgendeine Erscheinung kommt, dann kommt eben die. Genau. Also es passiert meistens was Besonderes, wenn man die Harfe hört. Und wieder schießt jemand mit dem Bogen nochmal so. Dass wir die meiste Zeit rumsitzen und warten. Aber dann müssen wir richtig die große Kadenzen und große Nummer rauslassen. Nach einer Stunde sitzen, es ist schon hart. Ich spiele zum ersten Mal Oper in Japan. Das ist auch mal was Besonderes. Ich kenne diese ganze Säle, Bunker, Kaikan, alles, aber nicht den Graben davon. Das ist schon mein Erlebnis. Und ich finde es toll, weil wir wirklich 2 Wochen in Tokio sind am Stück. Und da kann man die Stadt richtig kennenlernen. Das Verrückteste, was ich bis jetzt gemacht habe, war irgendwann in Japan, habe ich so Pop, japanische Musik, CDs gekauft. Genau, und das klingt schon sehr lustig. Also für mich ist die Herausforderung, dass ich mein Instrument nicht dabei habe. Das macht es schwierig, wenn man viel reist und die Harfen sind immer in der Kiste eingesperrt und ich komme nicht dran und dann muss man halt Tannhäuser spielen. Das ist schwierig. Ich war erstaunt, wie gut die Harfe noch gestimmt hat bei der Ankunft in Taipei. Also es war wirklich wie, wenn es in München geblieben wäre. Ganz schlimm war es in Seoul. Aber ich denke, das liegt nicht an dem Klima, das war ein Problem mit dem Transport. Ich habe mein Baby dabei. So, die kommt mit. Genau. Die klingt nicht so wie die Groß, aber ist schon schön.